Willkommen zurück! So, nein, wir gehen jetzt weiter. Da lang? Oder da lang? Warte mal, jetzt kurz gucken. Geh mal kurz hier lang gucken, was da ist. Ach, warte mal, das ist der Weg, wo wir vorhin schon waren, ne? Ah ja, hier haben wir durchgekickt, genau. Gut, dann gehen wir jetzt hier also zurück. Ja, ob sie jetzt hier durchdrehen? Eigentlich ist ja das Sicherheitszeugs da jetzt abgeschalten, oder? Na! Oh Gott! Oh Gott. Ist da jemand? Bitte kommen Sie mit mir mit. Nein, ich mag nicht. Na. Okay, da. Ich muss dies melden. Rohrbombe, ne? Hatten wir. Mhm. Auch. Hä? Wenn du den abknallst, das hat ja nicht so viel gebracht, ne? Nee. Also, naja, doch, aber. Na, halt dann probierst du erstmal, weil nicht, dass nachher eine ganze Masse kommt, dann das ist ja dein letzter jetzt hier, ne? Ach so. Oder ich probiere den einfach. Warte mal, da sind doch Schächte gewesen, ne? In den Räumen. Wie komme ich auch da komplett raus? Hier, weißt du? Die waren miteinander verbunden, wenn ich das richtig einschätze. Natürlich. Wegen Ihnen verschwende ich Firmenzeit. Firmenzeit? Wird nicht bezahlt. Überstunden. Also, wo sind Sie? Oh, der ist immer noch irgendwo über uns. Wo bewegen wir uns denn gerade lang? Oh ja, in die richtige Richtung. Kommen wir irgendwo raus? Nö. Ja. Ja. Oh Gott. Der war. Achso, nee, wir waren ja noch gar nicht unten. Den kann ich aber auch nicht abchecken. Ach, guck mal. Dein Töpfchen. Ein Topf. Ein Topf. Ich habe gesagt, dein. Wusste gar nicht. Hey, du hast ja auch eine Hello Kitty, ne? Was? Dein Töpfchen. Ja, ja. Oder hast du jetzt Bob der Baumeister? Ne, ich bin umgestiegen auf. Ich weiß es nicht. Auf Barbie? Nee, Barbie, das aus dem Alter bin ich langsam raus. Lilifee? Ich verrate das nicht. Vielleicht spreche ich ja mal irgendwann im Schlaf. Bestimmt so. Ist bestimmt so ein richtig cooler sein, hast Batman drauf oder so. Spider-Man. Ich finde dein Töpfchen noch. Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Machen wir das mal lieber. Geh hier endlich weg. Ist das ein Kaffeeautomat? Dir ist das unangenehm, ne? Nein. Redest du dich gerne darüber? Hast du gerade gesehen, dass du einen Sensor bekommen hast? Du kannst wieder eine bauen. Eine Rohrbombe? Ja. Ist mir sogar, ne? Nur weil du es bist. Ah, jetzt fehlt uns wieder was. Was denn? Hä? Warte mal, da ist die Röhre, da sind wir gerade durchgekommen. So. Okay, ich glaube, hier ist nichts. Oder?
Nee, ne? Was sagt der Profi? Ist nichts. Noch ein Sensor. Die Frage ist... nein. Mach ich denn jetzt hier? Fandet grad. Reicht ja nicht. Hey, wir sind da eigentlich genau da jetzt, aber hier ist doch kein Fahrstuhl. Oder das hier? Nee. Ich glaube, wir sind wieder irgendwie hier. Zu weit. Zu weit. Irgendwo muss ja einer rumlaufen, ne? Ja, da piept er schon. Da ist er ja. Kann ich mich anschleichen und den da vielleicht von hinten irgendwie? Ich probier's mal. Ah, Scheiße. Ich dachte, es klappt. Sie sollten nicht hier sein. Oh. Jetzt habe ich mich selber in die Luft gesprengt. Ich wollte ihn noch mitnehmen. So. Nehmen Sie den Privattransit. Wenn wir da lang gehen, dann... Nee. Kann es ja auch nicht sein, wa? Oder wir müssen hier runter wieder. Da bist du. Von wo wir von da gekommen sind, meinst du? Mhm. Probieren wir es mal, wa? Na, lauf mal schnell. Alien sollte ja... Kopfhörer. Ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Ah, jetzt geht das auch. Sie sind Marlow, oder? Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Wayne und Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma? Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayne und Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar. Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Mhm. Ich hab's gehört. Marlow und die andere, die da verletzt war eigentlich, ne? Eigentlich. So, ist das jetzt hier der richtige Fahrstuhl? Eigentlich nicht. Warte mal, das steht doch da, ne? Nee. Privattransit da. Ja. Oder machen wir es einfach mal. Marlow. Also ist die eigentlich nicht nur irgendeine. Ich weiß gar nicht, was die eigentlich. Also was die sich ausgegeben hat. Aber du weißt es natürlich. Du kannst mir bestimmt helfen. Richtig. Ja. Nun dann. Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Ah, sind wir richtig. Wuhu!
Dü. Der hier oder der? Was? In der Mitte. Steht nur drauf. Welcher ist denn der richtige? Ah, von welchem bin ich denn gekommen? Hier kannst du doch eh nicht aktivieren. Das ist nur, weil der da drüben gerade gerufen wird. War letztes Mal auch so komisch. Oder fahren die beide zum Apollo-Kern? Wie ist denn deine Meinung dazu? Ich freue mich jetzt. Du wolltest ja mir und allen Leuten noch erzählen. Es wird jetzt spannend. Mach dich auf was gefasst. Was denn? Ich höre das jetzt nicht immer da. Für den zentralen Apollo-Hauptcomputer, Sevastopol Wissenschafts- und Medizinturm. So, mach dich auch was gefasst. Jetzt kommt's. Jetzt geht's los. So, guck noch einmal dieses schöne Bild an. Es ist bald nichts mehr. Aber ich, ja doch, ich hab jetzt auch was im Urin. Deswegen machst du es auch cool. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Das ist ja nett. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Es ist nett, dass die Ausweiskarten immer so liegen lassen, ne? Für uns. Ja. Hör mal die Musik. Hm. Ein Sensor. Pumpgun. Titanol. Und Computer. Ah, hoffentlich nicht so viel. Okay, hier ist nichts. Morgen gemeinsam, Nummer 3, morgen gemeinsam, Sixhorn Reise in den Kolonialweltraum, eine offizielle Chronik des Sebastian Sieg, zuerst erschienen im Auge von Sixhorn. Unsere Reise nach Sevastopol. Müssen wir eigentlich mal wieder eine Pause machen? Mm-mm. Nein? Okay. Während sich Sixhorn für den Aufbruch in den Kolonialweltraum rüstet, befand sich Sevastopol in Bau, eine Station unvergleichbaren Potenzials in perfekter Lage im Weltraum. Zu Beginn war Sevastopol eine Zollfreizone, gebaut von Lorenz Systec Development und finanziert durch unsere Freunde von Geofund Investor. Die Eröffnung der Station ging jedoch mit einem Umbruch im Weltraumrennen einher. Jahreslanges Versagen bei der Verwaltung sowie die Umleitung der Sol-Telos-Flugroute führten dazu, dass Sevastopol die Stilllegung drohte. Glücklicherweise stand Sixhorn bereit, dieser Station neue Energie zu geben, wie vielen anderen. Wir erreichten Sevastopol im Jahre 2124 und machten sie zum beliebten Weltraum-Drehkreuz von heute. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Ende! Ich glaube, das ist alles hier korrupt gewesen. Also, ist alles mit Absicht passiert. Nein. Ja. Ich weiß, es klingt fast schon utopisch. Ja. Aber ja. Nee, das kann ich jetzt nicht glauben. Doch, es tut mir leid.
Es tut mir wahrlich im Herzen weh, dass jetzt gleich irgendwas passieren wird. Traust du dich nicht rein? Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Was? Wo ist denn ein Sicherheitsförderband? Sie und Apollo bedanken sich. Bitte. Nein! Habe ich dann. Ach, guck mal, ich habe zumindest noch meine Bomben am Start. Kannst du noch eine bauen? Ja. Was haben wir denn noch? Molotow-Cocktails, Blendrauch, Geräuschmacher. Ja, cool. So, nun? Hä? Was steht da? No weapons beyond this point. Ja, ich hab da jetzt alle abgegeben. Oder muss ich noch warten? Das war die Tür hinter mir, ne? Achso, ich muss hier durchgehen, ne? Ah. Wir haben Flughafen. Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Ach, natürlich. Das hier, oder was? Nee. Wo muss ich wieder zurück? Vielleicht hier irgendwas von denen? Nope. Hab ich mich schon wieder übersehen, wa? Oder ich hab's übersehen und du wirst mich jetzt einfach hier nur wieder ein bisschen hängen lassen. Wie immer. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Schalten Sie die Stromleiter aus. Dreh dich mal bitte nochmal. Kannst du nochmal da rangehen, bitte, an die Karte? Guck mal, weil da steht 4930. Für was ist denn das? Das ist ein Code, oder? Kann man sich schlecht erkennen. Ah ja, merk dir mal, 4930. Oder ist das für die Tür da hinten? Wo da Ach, die stand? Ja? Ach so. So, jetzt reicht's aber mit meiner Hilfe hier. Speicher. Sich an einen stromführenden Leiter anzugrischen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. 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 Muss abschalten. 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 Muss abschalten. So lang. Da. Ob wir auch Androiden sind? Was waren das jetzt? Die Lampen. Ich habe sie angemacht.
Was jetzt hier? Da war. So. Ich glaube, ich bin wieder Überlänge, ne? Sagst du nur so. Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Siehst du, dann gehst du jetzt zurück. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Kannst du jetzt nochmal speichern? Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Ja, bestimmt, ja. Warte mal, kurz gucken. Aha, da runter muss ich jetzt. Ich würde aber gerne nochmal. Scheiße, ich hätte gerne geguckt, was da noch in der Tür drin ist. Ich speichere nochmal jetzt, ne? Jetzt ist er da lang, ne? Dann spielt er. Buh! Ui, sieht aus nach. Sieht aus wie der Kern. Oh Gott, ey. Da ist zu. So, da lang. So kam gerade das Geräusch. Na. Warnung. Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich. Wenn Apollo-Systeme überhitzen, werden Sie neu starten. Da war ich doch gerade. Oder hätte ich jetzt gerade noch was anderes drücken müssen? Wieder, oder? Okay. Ganz kurze Pause machen. Alles klar. Und dann probieren wir in der nächsten Folge unser Glück. Bis dann. Probieren wir uns.